So, Ismail, du hast ja jetzt schönen Sparring gemacht hier, hat ja tollen Sparringpartner hier gehabt dann, ja? Wir haben hier den Weltmeister, Ex-Weltmeisterin Sadus, und natürlich ist es ganz anders gegen ihn zu Sparring zu machen als andere. Man kann sich auch danach beweisen, wenn man Stufe jemanden anderen macht. Hat dich Spaß gemacht? Ja, klar. Ich habe die letzten 200 Wochen mit ihm gemacht und das bringt natürlich ganz viel. Das sieht man auch, wenn man nach dem oder vor dem nächsten Tag mit jemand anderem macht. Das beweist sich dann, wenn man sich dann was bringt, was man mit dem Weltmeister macht in Sparring. Das sehe ich ganz anders. Genau. Und Sebastian zum Aufwärmen auch, das war auch nicht so schlecht, ja. Dann, ja? Auch wirklich toll. Natürlich ist ein ganz anderen Schwanzpartner, der ist ganz lang und, ja. Und der macht auch viel Druck, obwohl er lang ist und hat sehr guten Eindruck und macht auch viel Spaß. Was bekommst du für einen Gegner nächstes Mal, wenn du jetzt im Ring steigst, weißt du das? Das sind drei verschiedene Namen sind aufgetaucht worden. Ein okay. Wird in den nächsten Tagen jetzt, also nächste Woche wissen wir ganz genau Bescheid, soll in Pole oder aus Italien jemand sein. Und einen guten Aufbaugegner. Super. Das wäre ja eine tolle Veranstaltung, wo du so das Boxen in Dänemark hier. Ich glaube schon. Also dann musst du eine dänische Flagge, nicht norwegische Flagge auf deinem Witz haben. Nee, nee. Spaß beiseite. Ja. Ja. Also ich freue mich auf den Kampf und muss man danach weitersehen, wie es dann weitergeht. Und dann nächsten ist weiter. Viel Sparring natürlich. Und für mich, das macht zum ersten Mal mit einem Weltmeister so ein Sparring. Ja. Und das bringt viel natürlich. Und hast du jetzt Arthur Gregorian auch als deinen Trainer zur Hilfe? Ja, ich habe auch Salas. Und Salas ist zurzeit in Miami. Okay, ja. Und jetzt zurzeit mache ich jetzt Arthur weiter. Ja. Und natürlich ist sehr erfahrener Boxer gewesen. Genau. 18 Mal ist er seinen Titel verteidigt. Mit solchen Leuten, mit erfahrenen Leuten zu trainieren, ist natürlich ganz anders. Gut. Alles Gute und danke dir. Okay, danke dir auch.